Das brandneue InfuriEye EH35, großer Bildschirm, großer Sensor, kompakte Bauweise, hohe thermische Empfindlichkeit und das alles zu einer UVP von 1.999 Euro. Wir haben das Gerät für euch getestet. Das InfuriEye EH35 schlägt mit einer UVP von 1.999 Euro eine tiefe Kerbe in das mittlere Preissegment der Wärmebildbeobachtungsgeräte. Es liefert einen 640er Sensor sowie ein Display mit einer Auflösung von 1440x1080 Pixeln. Ebenso liegt die thermische Empfindlichkeit unter 25 mK, was für eine gute Abgrenzung der Wärmesignatur spricht. Die Grundvergrößerung ist bei zweifach angesiedelt, was dem Gerät gute Allround-Eigenschaften mit einem Sehfeld von 21,8 Metern auf 100 Meter beschert. Die Augenmuschel des Okulars ist für Links- und Rechtshänder einstellbar. Auch ist das Einblickverhalten mit Brille absolut hervorragend. Den Dioptrienausgleich bildet ein massiver Metallträgranz, der mit sattem Kraftaufwand läuft und somit präzise Einstellungen zulässt. Zur Steuerung dienen lediglich eine Taste und ein Scrollrad. Mit diesen könnt ihr durch Drücken und Drehen des Scrollrades alle Funktionen des Gerätes steuern. In der Praxis war die Steuerung nach kürzester Zeit verinnerlicht. Auf der linken Seite die Ladestandsanzeige für den internen Akku und die USB-Typ-C-Schnittstelle zur Datenübertragung und Laden des Akkus. Der Akku bringt laut Hersteller eine Laufzeit von 8 Stunden und selbst bei sehr kalten Temperaturen bis zu 7 Stunden. Der Objektivring zur Scharfeinstellung des Bildes ist aus Kunststoff gefertigt und von gerippter Struktur. Er lässt aufgrund des gut gewählten Kraftaufwandes präzise Einstellungen zu. Das 35mm Objektiv wird von einer Kunststoffabdeckung geschützt. Unterhalb sitzen zwei goldene Kontakte. Schließt ihr die Kappe, werden die Kontakte betätigt und das Gerät blendet den Home-Bildschirm ein. Auf diesem könnt ihr dann zwischen dem Standby-Modus und dem Ausschalten des Gerätes wählen. Auf der Unterseite befinden sich noch die Stativaufnahme und zwei Anbindungspunkte für die Handschlaufe oder den Trageriemen. Natürlich waren wir mit dem Gerät auch wieder unterwegs, um euch zum einen die optische Leistung und das Sehfeld auf verschiedene Distanzen zu demonstrieren. Hier seht ihr ein Stück Schwarzwild auf gerade einmal 10 Meter, was natürlich keine Distanz darstellt. Trotzdem veranschaulicht diese Aufnahme die sehr gute Abbildungsleistung des Geländes. Eine äußerst plastische Darstellung mit exzellenter Struktur zeichnet sich ab. Ein weiteres Stück auf etwa 30 Meter Entfernung. Auch hier ist die Feldstruktur absolut hervorragend. Betrachten wir den Boden, kann man auch hier nur von einer sehr guten Bildqualität sprechen. Ein Stück Rotwild auch auf sehr kurze Distanz. Die Bewegung der Stücke wird äußerst natürlich dargestellt. Nochmals Rotwild auf etwa 80 Meter Entfernung. Auf der rechten Seite zieht ein Hirsch, wer genau hinsieht, kann es erkennen. Ein Muffelwitter auf eine Entfernung von etwa 40 Metern. Dammwild auf etwa 70 Meter Entfernung. Hier ist auch wieder die Abbildungsleistung des Geländes hervorzuheben. Die Rinde der Baumstämme wird äußerst realistisch dargestellt. Ein Stück Rehwild auf eine Entfernung von 330 Metern. Das Stück ist deutlich an der Bewegung des Trägers zu identifizieren. Nochmal zwei Wärmesignaturen auf 550 Meter, was schon eine große Herausforderung darstellt. Etwas digital vergrößert sollte es zu 99% als Rehwild zu identifizieren sein, wenn wir uns auf den Träger konzentrieren. Trotzdem bewegen wir uns hier im Grenzbereich mit dem Gerät. Eine reine Erfassung einer Wärmesignatur sollte bis 1500 Meter möglich sein. Hier noch die verschiedenen Farbmodis des Gerätes, wobei mir der kühle Farbmodus in White Hot am besten gefallen hat. Es gibt auch noch einen warmen Farbmodus, welcher für eine weichere Bildqualität und weniger Ermüdung der Augen vorhanden ist.
Zu guter Letzt noch unser Keiler 3D-Dummy für die Präsentation des Seefeldes auf 50, 100, 200 und 300 Meter. Das InfiRay EH35 liefert zur aufgerufenen UVP eine wirklich beachtliche Leistung. Die Bildqualität war in Bezug zur aufgerufenen UVP wirklich beeindruckend. Absolut plastische Bilder mit sehr guter Struktur und einer gut abgegrenzten Wärmesignatur waren an der Tagesordnung. Auf größere Entfernungen verlor die Wärmesignatur natürlich ihre plastische und strukturierte Darstellung. Wir konnten jedoch bis 550 Meter die Wildart detektieren. Die Verarbeitung geht in Ordnung, ist jedoch nicht ganz so wertig wie zum Beispiel bei Pulsar. Den internen Akku werden viele als negativen Punkt bewerten. Auf dem Ansitz zeigt es sich aber die lange Laufzeit von 8 Stunden, welche der Hersteller verspricht. So ist auch die ausgedehnte Pirsch kein Problem. Wenn wir das Gerät jetzt in Relation zur UVP von 1.999 Euro betrachten, sehen wir das InfiRay EH35 als absolute Top-Empfehlung im mittleren Preissegment. Ihr erhaltet eine Top-Bildqualität mit intuitiver Steuerung, kompakten Baumaßen und eine hohe Laufzeit. Natürlich kann das Gerät auch mittels App mit dem Smartphone verbunden werden. Alles in allem eine runde Sache. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch natürlich wie immer gerne an uns wenden. Bis dahin ein kräftiges Weidmannsheil vom Active Hunting Team.